La 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 la, der Unfall ist da. Ich komme herein, ohne mein Schwein. Da seid ihr ja, Kommandeur. Oh. Die Reise verlief nicht so glatt, wie ich es mir erhofft hatte. Hat das Portal nicht funktioniert? Wir sind mit Sicherheit nicht mehr im Grabmal. Es hat uns irgendwo hingebracht, aber... Kein Zeichen von den Göttern und auch nicht von unseren Gefährten. Das ist ja ein großartiger Anfang. Sie waren beim Betreten des Portals direkt neben uns. Sie können nicht weit sein. Okay. Suchen wir die anderen. Es ist ein bisschen dunstig hier, aber sonst geht's schon. Gruppieren wir uns. Irgendeine markante Stelle werden die sich schon gesucht haben, hm? Hier sind sie nicht. Oh, da sehe ich was. Ein Ridlock. Ihr habt es auch geschafft, hm? Nach einer kleinen Unannehmlichkeit, ja. Das ist es also? Wir sind in den Nebeln? Tief in ihrem Inneren. Dieses Gefühl würde ich jederzeit wiedererkennen. Es ist, als würde mir eiskaltes Wasser den Rücken herunterlaufen. Wo ist Kashmir? Wir haben sie nicht gesehen. Ja, die Götter der Menschen scheinen ihre Spielchen mit uns zu spielen. Na los, sie muss hier in der Nähe sein. Ich wollte gerade sagen, ich korrigiere, wir haben sie noch nicht gefunden. Kashmir wird sich bestimmt einen schönen Ort ausgesucht haben, wo sie Wasser findet. Oder Licht. Oder einfach da, wo man sie findet, weil jeden zieht es zu dieser großen Rauchsäule hin, ha? Hallo, Kashmir. Da habt ihr es, Kommandeur. Begreift ihr es? Begreift ihr, wo wir jetzt stehen? Nein. Meine Hände zittern und ich kann es nicht kontrollieren. Ein Treffen mit den Göttern? Könnt ihr euch das vorstellen? Haltet noch etwas für mich durch, Cass. Oh, soll sie doch ihren Spaß haben. Schließlich wird sie schon bald ihren Schöpfern gegenüberstehen. Und glaubt mir, so etwas vergisst man nicht. Wir müssen sie trotzdem suchen. Irgendeine Idee, wohin wir gehen sollten? In den Geschichten wird nichts zu den Gebieten jenseits des Portals gesagt. Nur, dass es sich um einen Durchgang in die Nebel handelt. Okay. Durchgang in die Nebel. Durch den Sandsturm. Okay. Nun denn, aber wir haben hier was Schönes. Guck mal, was haben wir denn da? Hui. Das ist wunderschön. Schaut, der Sandsturm ist fort. Schauen wir einmal, was er verborgen hat. Oh ja, und nicht nur einen wunderschönen Sternenhimmel. Guckt euch das an. Oh, das sieht hier überall so aus wie diese Wege, die man mit dem Schakal nehmen kann. Hübsch, ne? Dieses Symbol. Wisst ihr, was es bedeutet? Nein, das wisst ihr doch. Das ist das Sigill der Sonnenspeere. Ein Symbol für die 8 Tugenden, die sie am meisten verehrten. Wir sollen diesen Weg nehmen. Die Götter haben ihn für uns gewählt. Da bin ich mir sicher. Schön finde ich, wie Utwein gerade zu ihr gesagt hat, Kashmir, haltet noch ein bisschen für mich durch. Die ist wirklich ziemlich neben der Spur mittlerweile, oder? Total verzweifelt. Ich meine, warum geht's ihr denn so? Also besonders so. Guck mal, hier sind überall Aussparungen. Hier sind Aussparungen. In manchen ist was drin. In der hier ist was drin. Ah, okay. Da fehlt was. Hier ist was drin. Hier ist auch was drin. Und hier liegt was daneben. Was habt ihr da, Kommandeur? Auf dieser Platte sind Markierungen eingraviert. Und weitere Gravuren finden sich dort in der steinernen Plattform. Vielleicht gehören sie zusammen? Gib nur einen Weg, das rauszufinden. Mhm. Dann gucken wir mal, wo die reingehört. Zum Bleistift hier. Okay. Kann man die auch wieder rausnehmen? Wirklich? Kann man das? Das klang vielversprechend. Ich habe einen Ton gehört, hier ja. Hier müssen noch mehr Teile dieses Rätsels herumliegen. Ja, die leuchten. Guck mal. Anscheinend muss man die in einer bestimmten Reihenfolge finden. Es gibt hier für einen Erfolg, die alle in einer bestimmten Reihenfolge, doch nicht in Reihenfolge, da blüht nämlich oben noch eins, die innerhalb einer bestimmten Zeit zu finden, aber ich kann das hier sehr entspannt angehen,
Denn ich habe den Erfolg schon. So. Nein. 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 Das war richtig. Okay, dann irgendwie nach da oben. Nehmen wir am besten wieder den Hasen. Gucken, ob wir das hier so rüber schaffen. Kann man hier drauf? Ja, kann man. Sehr gut. Wenn man versucht, den Erfolg in einer bestimmten Geschwindigkeit zu schaffen oder in einer bestimmten Zeit, dann macht man das am besten halt mit mehreren Leuten, die dann gleichzeitig die Teile alle einsammeln können. Das geht dann am besten. Okay. Ah, oh, so geht's nicht. So, wie viel fehlen denn noch? Es fehlt eine noch. Nur eine noch. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Hier war eine. Okay, da wird keine drauf sein. Ich glaube, ich sollte lieber das Interface anmachen, weil wenn ich den Spielbereich verlasse, fliege ich hier raus. Das wäre nicht so gut. Ach so. Ja, kegelförmige Vertiefung, aber mir fehlt ja auch noch was. Kaschmir, was ist los? Ich weiß genau, wir sind auf der richtigen Spur. Antworten können nicht weit sein. Kaschmir, diese Zeichen. Ich kann mich ja irren, aber ich glaube, die Steinkünste-Stücke stimmen mit den Zeichen auf der Plattform überein. Aha. Ja, das andere lassen wir einfach. Genau, lass sie mal. Vielleicht da oben noch was? Oder einfach irgendwo dahinter vielleicht noch? Da ganz oben könnte noch was sein, ne? Könnte hier vielleicht noch hoch. Versuchen wir das mal. Ah, okay, das geht gar nicht. Nee, da gleitet man ab. Na gut. Dann schauen wir mal hier. Könnte ja auch einfach am Boden liegen, ne? Tendenziell hätte ich gesagt, eher da drüben noch. Weil wir hier halt schon mehrere gefunden haben. Oder vielleicht noch da oben? Oh, da oben ist noch irgendwas. Oh, herrlich. Genau. Weil man dieses Dingen hier nicht so einfach erwischt... Würde ich sagen, mit mehreren machen. So. Boss, wir haben Gesellschaft. Was? Nur ein Wort und ich reiße sie in Stücke. Okay. Uns fehlen immer noch Teile dieses Rätsels. Was ist, wenn diese Geister mit dazugehören? Fragen wir doch einfach die Geister. Vielleicht sind sie hier, um uns zu helfen. Genau, guck mal, da ist einer, der hat sich hingekniet. Das sieht doch eher demütig aus. Wirzuck, hallo. Mitgefühl ist der Anfang und das Ende des Verständnisses. Wer seid ihr? Ihr könnt mich Wirzuck nennen.
Ich stehe für das Mitgefühl, eine der Tugenden, von denen sich die Sonnenspeere leiten lassen. Ja, ich würde gern mit den Göttern reden. Ihr seid lange und weit gereist, um herzukommen. So geht denn und nehmt mit euch das Siegel des Mitgefühls. Oh, das war einfach. Tja, wo kommt das nur rein? Tja. Ui, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, auf der einen Seite sind zwei und auf der anderen Seite ist irgendwie eine Sache. Das wird es nicht sein. Das ist es auch nicht. Auf einer Seite zwei und auf der anderen ein. Nein. 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 Das sieht ganz... Ach, das leuchtet sogar. Aha. Die Scheibe passt, aber die Markierungen scheinen nicht zusammenzupassen. Ach so, ich soll das hier reinsetzen. Versucht es einmal mit ein oder zwei Drehungen. Ach so, okay. Die Fackel wurde angezündet. Ihr müsst etwas richtig gemacht haben, Kommandeur. Okay, gut. Ja, und wer seid ihr? Zurück, 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 es zurück, Ermittler, zurück. So, ich habe sie jetzt ausgemacht. Danke, Luzi, vielen herzlichen Dank für deinen Resub im 26. Monat. Danke sehr. Ich habe jetzt alles ausgemacht, sollte nichts mehr kommen. Wir sind Dienerin der Kormir. Mein Name lautet Gundayo, was Ehrlichkeit bedeutet. Ja, ich bin bereit für deine Prüfung. Auf dem Markt bekommt ihr mit, wie euer Vater einige Stücke Obst einsteckt, ohne dafür zu bezahlen. Die Stadtwache kommt und beschuldigt euch, das Obst gestohlen zu haben. Was tut ihr? Hör, also wenn mein Vater dieser Nichts-Nutz sich überhaupt mal blicken lassen würde. Tja, aber es geht um Ehrlichkeit, ja? Naja, ich sage, mein Vater hat's genommen, entschuldige mich. Und dann bezahle ich auch. Ihr habt die richtige Antwort gegeben. So geht denn und nehmt mit euch das Siegel Gundayos, der gewahrten Ehrlichkeit. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Also, wenn meine Mutter das gewesen wäre, dann hätte ich bestimmt nicht die Wahrheit gesagt. Tja, guck, wie sieht das denn aus. Eins, zwei, drei, vier und einer ist dick. Ach, die leuchten ja, ist ja einfach. Stimmt, die leuchten halt. Ist halt super easy dann, ne? Okay. Der nächste, bitte. Um etwas zu bekommen, muss man zunächst gewillt sein, etwas zu geben. Das ist die wahre Natur des Opfers. Aha, und wer seid ihr? Ich bin Jasfa. Ich bin hier, um die Sonnenspeere an die Wichtigkeit und Bedeutung der Opferbereitschaft zu erinnern. Aha, ich hätte gern Audienz. Dann macht euch bereit, denn nichts, das von Wert ist, ist leicht aufzugeben. Also, auf die Plätze, fertig. Ja, alles klar, und los. Hallo Leute, muss ich das hier alleine machen? Na toll. Und links, rechts, 2, 3, 4. Au, oh, hey, das machst du nicht nochmal mit mir. Die ist sogar gegangen, um an mich heranzukommen. Sehr witzig. Ja, ich wusste gleich, dass ihr eine arrogante Stimme habt. Trotzdem danke. Aha. Dann gucken wir doch mal. Leuchten tut's da. Mhm. Dann wollen wir doch mal gucken, wie oft wir jetzt am Rad drehen müssen.
Die nächste bitte. Interessant, dass es immer Frauen sind. Um in die Wahrheit zu gehen, müsst ihr meine Frage korrekt beantworten. Nur dann werde ich euch das Siegel der Treue geben. Ja, wer seid ihr? Ich bin Zaklem, eine Dienerin der Kormir. Ich stehe für die Treue. Eine der 8 Tugenden der Sonnenspeere. Ja, immer raus damit! Ihr seid ein Bauer, der das Land für seinen Lehnsherrn bestellt. Einen freundlichen und gütigen Herrn. Eine eurer Mitarbeiterinnen bittet euch um leichtere Arbeit, damit sie früher Rast machen kann. Aber was tut ihr? Tja, meine Mitarbeiterin, ist sie hübsch? Kann ich überhaupt weiterführende Fragen stellen? Nein? Tja. Also ich meine Gerechtigkeit. Ah, wenn sie die wenn sie es braucht. Ich bin ein starker Mann. Ihr habt die richtige Antwort gegeben. So geht dann und nehmt mit euch das Siegel Saklems der unerschütterlichen Treue. Oh Mann. Ihr habt meine Prüfung gemeistert. Jo. Da vorne gehört's rein. Gut, wenn du immer deine Waffen gezogen halten musst. Das sieht doch... Oh, oh. Oh, oh. Haben wir sie alle? Nein, einer fehlt noch. Nur wenn wir Demut annehmen, können wir Stärke finden. Ja, und ihr seid? Mein Name ist Givebo. Ich stehe für die Demut der Sonnenspeere. Ja, und ich bin Unwein. Ich ersuche demütig die Götter um Rat. Dann verleihe ich euch das Siegel der Demut. Möge es euch auf eurer Reise behilflich sein. Oh, danke. Ei. Die mag ich. Givebo. Hört sich an wie Placebo. Oder Gewebe. Oder Cerebro. Cerebro. Komisches Wort. Wieso kommt mir das in den Sinn? Okay, und fein. Oh. Ihr habt durchgehalten. Der Weg hat sich nun für euch geöffnet. Schaut, ein Portal. Also, Kashmir, beim nächsten Zusammentreffen mit euren Göttern sind sie hoffentlich etwas weniger feindlich gesinnt als der letzte, dem wir begegneten. Bei unserem Glück sind sie bestimmt genauso verrückt wie Balthasar. Hört damit auf, alle beide. Wir sind hier, weil wir Antworten brauchen. Den Göttern ins Gesicht zu spucken, wird uns dabei nicht helfen. Zeigt etwas Respekt. Sie hat recht. Wenn Balthasar eins gezeigt hat, dann, dass mit den Göttern nicht zu spaßen ist. Lasst uns lieber vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wer uns beobachtet. Naja, und was wir allerspätestens seit Balthasar wissen, ist, dass die Götter unglaublich fleischlich sind. Mächtig, aber unglaublich fleischlich. Und damit auch kaputtbar. Ne, Utwein? Das kommt uns sehr gelegen, oder? Oh, oh. Oh, oh. Es wummert. Oh Mann, was ist das? Dieser Ort ist einfach unglaublich. Die Schriftrollen, die Bücher, so viele Dinge. Mit der schwarzen Zitadelle nimmt er es nicht auf. Ridlock. Ja, ja, ich weiß. Respekt sein. Oh mein Gott. Ich sehe mir das an und Leute, natürlich direkt GW2 RP, Privatinstanz, 5 Mann RP, hier. Geil oder geil? Oh, geil. Das sieht ja so cool aus. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott, ist das geil. Oh. Und da fliegen Bücher. Es ist wie bei Harry Potter. Guck mal, fliegende Bücher.
Oh, wie cool ist das denn? Und oben die Sterne. Sehr, sehr, sehr geil. Okay. Oh, da kommt man überall rauf. Na dann, wollen wir doch mal. So, Kasimir, also, du hast schon mal recht gehabt. Irgendwas hat das mit Cormie hier zu tun. Ja, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Jo, ich allerdings auch. Oh, okay. Ja. Aber bitte aufpassen, nicht hinfallen. Ist ein bisschen staubig hier. Und auf Sand kann man ganz schön ausrutschen, ne? Alle verbeugen sich hier von uns. Sehr cool.